English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein super hübsches Intro-Tierchen, ein Panda-Chamäleon Furcifer Pardalis. Ich glaube, die Panda-Chamäleon sind mit die schönsten Chamäleons, ne? Farblich absolut prächtig. Wenn ihr euch mal in der Werbebranche anschaut, wenn da irgendwelche Chamäleons auftauchen, da sind es zu 90% die Panda-Chamäleons. Ich denke, das haben sie eben dieser gigantisch tollen Farbe zu verdanken. Sind auch wirklich ein gutes Terrarientier, lassen sich gut im Terrarium halten, werden dann 6-8 Jahre alt. Wirklich machbar. Deswegen heute mein Intro-Tierchen für euch. Das Thema heute ist der große Madagaskar-Taggecko Felsuma grandis. Ein wirklich auch vielleicht ein Evergreen in der Terraristik. Schöner, großer Taggecko, wie der Name schon sagt. Taggecko, tagaktiv, ne? Freuen die Leute sich auch. Dann ist am Tag ein bisschen Leben im Terrarium. Von der Art her sind sie nicht übermäßig scheu. Also es ist kein Terrarientier, was man unbedingt anfassen kann oder was man rausnehmen kann, was einem, was weiß ich, auf der Schulter sitzt oder sonst was. Es ist eher was zum Anschauen. Aber sie sind auch nicht so scheu, dass sie gleich sich verstecken, wenn man ans Terrarium läuft, sondern sie sitzen irgendwo und lassen sich nicht allzu arg stören. Man kann sie relativ gut nachzüchten. Also wirklich ein wirklich schöner Terrariengecko. Und den wollen wir euch heute zeigen und vorstellen. Die Madagaskar-Taggeckos sind ein tropisches Terrarientier, kommen, wie der Name schon sagt, von Madagaskar, leben dort im Nordosten, so nordöstlicher Teil der Insel, relativ in Küstennähe, das heißt ziemlich auf Meereshöhe. Das ist jetzt kein Gecko, der irgendwie großartig im Gebirge zu finden ist, sondern auf Meereshöhe. Das Ganze heißt für uns dann entsprechend tropisch müssen die Temperaturen sein. Also der hat jetzt keine großen Klimaschwankungen, wo es nachts extrem kalt wird oder wo ich die Temperatur stark runterfahren muss, sondern wie gesagt, das Ganze tropisch. Von der Größe, ich habe hier so ein subadultes Weibchen in der Hand. Ich habe es jetzt gerade mal gemessen, die hat jetzt 20 cm. Die Grandis werden so Weibchen um die 25 cm. Männchen können sogar knappe 30 cm groß werden. Wobei über die Hälfte der Länge natürlich auf den Schwanz entfällt. Aber ja, 30 cm, also nochmal 10 cm mehr, das ist dann doch ein recht stattlicher Gecko, den wir dann im Terrarium haben. Dann kommen wir zur Haltung von den Taggeckos. Mein Kollege Sven hier hat hier ein schönes Taggecko-Terrarium aufgebaut. Der Sven ist selber Taggecko-Halter und Züchter, deswegen kann der das auch ganz gut und da kommt auch was Schönes dabei raus. Vorneweg, die Haltungsrichtlinien für Taggeckos sind 6x6x8 mal Kopfrumpflänge für ein Pärchen. Ja? Also 6x Kopfrumpflänge. Vorher haben wir gesagt, die werden so zwischen 25 und 30 cm lang. Jetzt gehen wir mal von 25 aus, so als Durchschnittsgröße. Die Hälfte davon oder über die Hälfte davon ist Schwanz, also sind wir bei so 11-12 cm Körperlänge, sagen wir 12 cm Körperlänge. 6 mal 12, da wären wir bei 72, also brauchen wir 70, also laut Richtlinien müsste das Terrarium 70 mal 70 und 8 mal 12 sind wir bei 96, also 70, 70, 95 müsste das Terrarium groß sein. Ich habe jetzt hier 90 mal 46 mal 90. Also kommen wir knapp an die Haltungsrichtlinien ran. Das heißt also, dieses Terrarium oder diese Größe, was ihr seht, ist schon echt ein Minimum. Beziehungsweise eben, es kommt immer darauf an, wie groß die Tiere werden. Das ist, gehen wir jetzt vom maximal größten aus, dass ich wirklich so eine Riese habe mit knapp 30 cm oder sage ich, ich habe so eine Durchschnittsgröße mit runde 25 cm. Lange Rede, kurzer Sinn,
diese Terrariengröße, wie gesagt, als Minimum. Eine andere gute Größe ist aus 60 x 60 x 1,20 m. Das ist auch so eine klassische Grandis oder so ein klassisches Grandis-Terrarium, wie man es oft sieht. Vom Volumen her dann noch ein Stück größer wie das hier. Wichtig ist natürlich das Klima in dem Terrarium. Das Klima bekomme ich über die Beleuchtung. Ich habe da so eine 70 Watt HID installiert. 70 Watt reicht knapp bei der Größe, kommt darauf an, wie groß bzw. wie warm der Raum ist, in dem das Terrarium steht. Also zwischen 70 und 100 Watt, würde ich sagen, braucht man als HID-Beleuchtung. Damit habe ich im Terrarium runde 30 Grad. Das ist das, was ich am Tag brauche. Zusätzlich zu der HID habe ich noch hier so eine X-Reptile-LED. Oh, da steht der Preis drauf. Der soll natürlich, den machen wir jetzt einfach mal zu, den Preis. Wir wollen hier keine Dinger anpreisen, anwerben. Ich will es einfach nur zeigen. Das ist so ein LED-Leuchtstrip. Das sorgt für die allgemeine Helligkeit in dem Terrarium. Ne? Also der Taggecko. Ich zeige es euch gerade mal, das ist dieser Leuchtbalken hier hinten dran. Den legt man ebenfalls so oben drauf. Die Taggeckos wollen es wirklich taghell, wie der Name schon sagt. Also wenn ich jetzt nur allein die HID-Beleuchtung nehmen würde, dann wäre es fast wenig dunkel. Und mit der LED kann ich das Ganze richtig gut noch ausleuchten und habe das ganze Terrarium, wie gesagt, gleichmäßig beleuchtet. Das so viel zur Technik. Nachts mache ich beides aus. Also ich lasse das 10 bis 12 Stunden am Tag an. Nachts mache ich alles aus. Für die Taggeckos Zimmertemperatur in der Nacht ist okay. Da kann das ruhig runtergehen auf runde 20 Grad. Das passt, das ist okay. Ansonsten, die Taggeckos mögen glatte Flächen. Oft macht man in die Terrarien ja auch so diesen Presskork als Rückwand oder als Seitenwand rein. Das würde ich bei den Taggeckos weglassen. Die mögen diesen Kork nicht gern. Oder vielleicht allenfalls Rückwand oder eine Seitenwand mit dem Presskork verkleiden. Aber ich würde ihn sogar vielleicht fast weglassen bei den Taggeckos. Auch die Stämme, was wir hier haben, also die Tiere in der Natur, haben sie relativ viel Bambus. Die lieben diesen Bambus. Im Terrarium ist mit dem Bambus manchmal das Problem, dass er wegen Schimmeln anfängt. Eine gute Alternative zum Bambus ist dieses Teakholz. Ne? Das Teakholz ist auch ein schön glattes Holz. Ne? Wir sehen hier einen Stamm und da drüben dieser Querstamm, das ist auch Teak. Das mögen die recht gern. Dann diese, wie heißt diese Pflanze? Irgendwie sowieso Hanf, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Wer es von euch weiß, gern unten drunter posten, aber eben diese großen flachen Blätter mögen die Geckos auch gern, da können sie sich schön dran verstecken, können zum Teil sogar ihre Eier drin ablegen in diesen Blattrichtern. In der Natur werden sie zum Teil oder trifft man die auch auf Bananenpalmen an. Ne? Auch hier hinten drin haben wir dieses Papaholz, ne? Das sind diese im Prinzip die Blätter von der Bananenpalme. Die haben auch so diese relativ glatte Oberfläche, was die Tiere gern mögen. Ansonsten hier noch wegen so eine Liane reingemacht. Das Ganze, man kann das relativ gut festmachen mit diesen, da gibt es diese Futterhalter. Ne? Also da haben wir einerseits den Futterhalter, andererseits haben wir das als Befestigung für diesen horizontalen oder für diese Liane horizontal. Zum sich sonnen liegen die Geckos auch gerne in der Horizontalen. Ne? Also so standardmäßig sieht man die eigentlich immer hochkant an den Ästen. Aber die tun auch gerne ein Sonnenbad nehmen, legen sich dann hier unter die Lampe drunter. Ne? Das ist so ein klassischer Sonnenplatz, wo sie sich drauflegen und aufwärmen. Und eben das kann ich ganz gut mit diesen Kunststofflianen machen. Ne? Die sind aus Kunststoff, auch wenn sie relativ echt aussehen. Und diese Futterhalter dienen mir dazu als Halterung, ne, für die Liane. Zusätzlich eben habe ich dann die Futterhalterung natürlich auch für die Jellybecher, für die Ernährung, da kommen wir nachher kleiner drauf. Ansonsten eben Plastikpflanzen ein bisschen rein, auch als Versteck für die Tiere. Und als Bodensubstrat ist jetzt Pinie in dem Fall drin.
die Pinie immer gut feucht halten. Das gibt dann die Luftfeuchtigkeit im Terrarium. Und ja, dann habe ich mein schönes, hübsches Felsumen-Terrarium fertig eingerichtet. Dann kommen wir zur täglichen Pflege und Fütterung. Wichtig, ihr braucht so eine Pflanzenspritze. Wirklich ein-, zweimal am Tag schön sprühen. Ne? Ihr habt das Terrarium vorher gesehen, die Pflanzen anspritzen. Ein bisschen Holz, Deko, alles wegen anspritzen. Bei den Scheiben natürlich gleich wegen aufpassen, sonst habt ihr da immer Kalkflecken. Das ist aber wichtig. Zum einen, die Tiere trinken dieses Sprühwasser und halt auch für die Luftfeuchtigkeit. Ansonsten, die Taggeckos sind Mischköstler sozusagen. Sie ernähren sich zum Teil pflanzlich. Da gibt es eben diese Jellies. Ich habe die Halterungen euch vorher gezeigt oder angesprochen. Da kann man diese Jellybecher schön reinmachen. Ne? Macht man auf, macht ihn rein. Bisschen schade ist es, nach ein paar Tagen fängt der Jelly natürlich an mit Schimmeln. Da muss er raus. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein Taggecko, so ein Jellybecher, den schafft er natürlich nicht zum Fressen. Also von dem her würde ich euch empfehlen, nehmt immer nur ein Viertel oder ein Fünftel davon vielleicht, tut so Becherchen aufbewahren, beziehungsweise es gibt auch passende Becher zu kaufen. Da macht er einen Teil von dem Jelly rein und den Rest von dem Jelly im Kühlschrank wieder gut verschließen. Im Kühlschrank, dann braucht er nicht, wie gesagt, bei jeder oder alle zwei, drei Tage so einen kompletten Jelly reinmachen. Das ist ja schade fürs Geld und schade für die Lebensmittel, die man da verschwenden tut. Alternativ zu den Jellies kann man auch die Crested Geckos Fertigfutter. Da gibt es von Nekton, die Nekton Crested Gecko gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das hier Sweet Mango gibt es noch, Feige und ich glaube Banane gibt es noch, genau. Kann man anrühren und diesen Fruchtbrei auch in diese Becherchen reinmachen, in diese Halterung, wo wir vorher gesehen haben. Dieses Fruchtfutter würde ich relativ jeden Tag anbieten oder zumindest drei, vier Mal die Woche. Und dann gibt man noch Insekten dazu. Bei den Jungtieren sind die Insekten wichtiger. Da kann man ruhig zwei, dreimal die Woche Insekten füttern. Bei den adulten Tieren würde ich sagen, reicht es, wenn man einmal die Woche noch Insekten anbietet. Irgendwas, wo hüpft, sage ich immer, also Heuschrecken, Heimchen, Grillen, Schaben, irgend sowas in der Art anbieten, kann man unter Umständen auch in diese Futterbecher reinmachen, dass die nicht in dem Terrarium sich gleich so verstreuen. Ne? Wenn ich in den Futterbecher und in die Halterung vielleicht wegen einen tieferen Becher nehme und da drei, vier Heimchen reinmache, die Tiere kapieren das wirklich mit der Zeit, dass da immer das Futter ist und warten schon an der Stelle. Besser, wie wenn ich hier fünf Stück in dieses Riesenterrarium reinschmeiße und die Heimchen verkriechen sich und mein Gecko findet nichts an Futter. Die Futterinsekten, bevor ihr sie verfüttert, natürlich mit einem Multimineralpräparat bestäuben, dass Calcium und Vitamin D3 dran ist. Gibt es auch wirklich gut von Nekton oder von Herbetal, ne, dieses Multimineralpräparat. Das auf jeden Fall verwenden bei jeder Fütterung, ganz wichtig für die Tiere. Und dann habt ihr eure Tiere perfekt versorgt. Die Taggeckos könnt ihr allein oder als Pärchen halten. Zwei Männer gehen nicht, zwei Weiber gehen nicht, vertragen sich alle nicht. Also entweder allein oder als Pärchen. Habt ihr die Taggeckos als Pärchen, dann ist es fast unvermeidbar, dass sie sich fortpflanzen, was ja natürlich auch toll ist. Die Weibchen legen in der Regel zwei Eier, das Ganze zwischen 6 bis sogar fast 10 Mal im Jahr. Also so im Abstand von 4 Wochen, ne, legen die immer die zwei Eier ab. Die Grandis tun ihre Eier nicht irgendwo festkleben. Also es gibt viele Felsumenarten, die kleben ihre Eier an die Scheiben fest oder an die Stämme fest oder irgendwas. Die Grandis machen das nicht, die legen ihre Eier ab. Entweder im Bodensubstrat, das aber eher am wenigsten. Zum Teil in den Kelchen der Pflanze, ne, wo man vorher diesen Hanf gesehen haben, in den Kelch wird es reingelegt. Oder ich kann euch, habt ihr vielleicht, der aufmerksame Beobachter von euch hat vielleicht dieses Teil im Terrarium gesehen. Das ist hier so ein Stück Bambus. An diesem an dieser Teebaumwurzel festgemacht. Und das
Also da legen die Tiere gern ihre Eier drin ab. Das funktioniert wirklich so gut wie immer. Und der Gag ist, hier drin ist so eine einfach so eine Klopapierrolle zusammengewickelt, hier in dem Bambus drin. Das Praktische ist, dann habe ich meine Eier hier in dieser Papierrolle drin, kann die Eier in den Inkubator machen und kann die Rolle wieder reinschieben fürs nächste Gelege, für die nächsten zwei Eier. Ne? Also das ist wirklich ein ganz praktisches Utensil, auch von meinem Mitarbeiter Sven sich so ausgedacht. Das ist wirklich clever. In dem Fall jetzt eher für etwas kleiner bleibende Geckoarten, so ein Grandis, da wird es hier schon ein bisschen eng in diesem Bambus, also entsprechend nehme ich dann einen dickeren Bambus, ein dickeres Bambusstück, das ich hier entsprechend zuschneide und hier in dem Fall mit Kabelbinder festgemacht, aber das ist wirklich perfekt geeignet für die Eiablage. Um ein Pärchen zu haben, zu halten, muss ich erstmal die Geschlechter bestimmen können. Das ist bei den Taggeckos oder bei den großen Taggeckos gar nicht so einfach. Erst recht nicht bei Jungtieren. Also bei adulten Tieren ist es sogar relativ einfach. Ne? Die adulten Tiere, da haben die Männchen hier zwei Reihen relativ ausgeprägter Präanal- bzw. Femoralporen. Ne? Also Präanalporen sind die oberhalb der Kloake, und Femoralporen, sagt man, das sind die an den Unterschenkeln, ne, an den Femuren. Bei adulten Tieren sieht man es relativ leicht, aber da sieht man es auch fast wegen an der Statur. Die Männer sind doch wegen wuchtiger, größerer Kopf. Da ist es relativ einfach, aber ich möchte natürlich auch nicht ein oder anderthalb Jahre warten, bis ich es endlich sehe. Deswegen kann man bei so halbwüchsigen Tieren mit der Lupe kann man einigermaßen gut schauen, ob man diese Poren sieht. Ne? Guckt man hier so mit der Lupe rein, guckt man sich die Poren an. Also vorhanden sind sie bei Männchen und Weibchen, diese Poren. Wobei bei den Weibchen sind es keine wirklichen Poren, da sind es einfach so angedeutete Schuppen. Bei den Männchen sind es tatsächlich Poren im Sinne von durchlässigen Poren. Die Männchen tun da so ein wachsartiges Sekret abstoßen oder absondern durch die Poren. Und wenn ich mit der Lupe schaue, dann kann ich sehen, sind es wirklich Poren mit einem Loch oder ist es einfach nur eine Schuppe, die so aussieht wie eine Pore. Ne? Ist auch ein bisschen tricky. Also ich selber probiere auch seit Jahren dran rum. Mittlerweile so, dass diese Art von Lupe hat sich da als ganz gut erwiesen. Mittlerweile sind die auch mit LED-Beleuchtung, also dann sieht man wirklich noch besser. Aber ist trotzdem ein wenig eine Wissenschaft für sich. Ich weiß nicht, wer von euch Erfahrung damit hat, sei es bei den Taggeckos oder bei den Crested Geckos zum Beispiel, macht man das durch die gleiche Methode, oder bei den ganzen Rhacodactylus-Arten, bei den Lychees, bei den Shahuas, da guckt man überall nach diesen Poren. Ich finde es eine ganz spannende Sache. Wenn jemand von euch damit Erfahrung hat, euch gerne mal bei mir melden oder unten bei den Kommentaren reinschreiben oder mir selber eine E-Mail schreiben, oder wenn ihr vielleicht Fotos habt von den Poren mit so und so vielfacher Vergrößerung. Also meine Erfahrung ist, ich brauche mindestens so 30-fache Vergrößerung, um wirklich zu sehen, ob da ein Loch drin ist. Spannendes Thema, machen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber. Meldet euch, wenn ihr darüber was wisst. Genau, und so kann ich ein Pärchen bestimmen und kann das dann zusammen im Terrarium halten. Und dann steht der Grandis-Zucht auch nichts im Weg. Noch ein kurzer Nachtrag zur Zucht vorher. Die Stimulation zur Zucht ist eigentlich die leichte Abkühlung, die wir im Winter haben. Die haben wir, denke ich, automatisch bei uns in der Wohnung. Also ich brauche nicht unbedingt was machen, beziehungsweise wenn ich will, kann ich meine Beleuchtung im Winter vielleicht einen Monat lang runterschrauben auf 6 bis 8 Stunden. Und das ist das, was die Tiere dann zur Paarung stimuliert. Würde ich auch aus dem Grund
vielleicht machen, um einfach auch dem Weibchen mal eine Ruhe zu geben. Ne? Wenn im Winter die Lichtdauer kürzer ist, die Temperatur gleich wenn runtergeht, dann hat das Weibchen auch mal ein bisschen eine Verschnaufpause sozusagen vom Eierlegen. Von dem her ist das auch ganz sinnvoll, wenn man das so ein bisschen macht. Ne? Also ich würde nicht die Temperatur bewusst senken. Ich würde weiterhin meine Lampen so verwenden, wie sie sind, oder nicht die Lampen völlig ausschalten. Auf keinen Fall, das wäre falsch. Aber einfach die Beleuchtungsdauer gleich wenig reduzieren. Dann noch eine Information zum Felsuma grandis. Früher hieß der Felsuma madagascariensis grandis. Vor einigen Jahren wurde er als eigene Art bestimmt. Damals war es Unterart, Mad grandis. Jetzt ist Felsuma grandis eigene Art. In Deutschland sind die Felsuma madagascariensis von der Meldepflicht ausgenommen und entsprechend auch der Grandis. Also sie stehen zwar unter Washingtoner Artenschutz, aber man muss sie nicht mehr bei der Behörde anmelden. Jetzt die letzten Jahre gab es da wegen Diskussionen oder Unklarheit, weil man gesagt hat, naja, Felsuma madagascariensis muss man nicht anmelden, aber ein Felsuma grandis, der steht ja in dieser Gesetzgebung nicht drin. Da hat das Bundesamt für Naturschutz in Bonn vor gut einem Jahr entschieden drüber und hat gesagt, natürlich, wenn die Nomenklatur sich ändert, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass es jede Menge von den Felsuma grandis in der Terraristik gibt und der Bestand gesichert ist soweit und deswegen kann man oder die Tiere nicht angemeldet werden müssen, weil eine, ich weiß nicht, Hintergrund, weil die Überwachung oder irgendwas in dem Fall dann nicht angezeigt ist, um es mal so auszudrücken. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Also nach wie vor, Felsuma grandis muss man nicht anmelden. Sie sind nachweispflichtig. Wenn ihr die Tiere kauft, bekommt ihr einen Herkunftsnachweis vom Züchter oder vom Verkäufer. Diesen Herkunftsnachweis braucht ihr. Aber den tut ihr einfach aufbewahren. Müsst ihr nicht an eure Behörde schicken. Einfach aufbewahren, das war's. Ja, und noch ganz zum Schluss der Verweis auf gute Literatur. Es gibt ein gutes Art für Art Buch vom NTV Verlag. Der Ingo Kober hat es geschrieben. Der große Madagaskar-Tagecko. Er ist wirklich ein tolles Buch darüber. Steht wirklich alles über den Grandis drin, was man sonst noch wissen muss. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr Interesse an den Tieren habt, holt euch auch dieses Büchlein. Ansonsten bleibt mir treu und checkt die Felsumen.